Wir kommen hier bei sound.de auf unserem YouTube-Kanal und heute geht es um Alpine-Lautsprecher, die super, super flach sind und die haben eine ganz besondere Charakteristik. Für alle Wohnmobilisten unter euch ein absolutes Must-Have. Also viel Spaß! Schaut euch mal diesen Lautsprecher hier in der Detailaufnahme an. Die Form kennt ihr so wahrscheinlich nicht von einer Membran. Das ist eine patentierte Technik, die es auch so im Autobereich wahrscheinlich kein zweites Mal gibt. Alpine hat hier als einziger mir bekannter Hersteller die Lizenz, um dieses Patent verwenden zu dürfen. Und das ist eine Rundstrahlcharakteristik, die speziell im Wohnmobil für euch eigentlich perfekt ist und eigentlich ein Must-Have ist für guten Sound im Auto oder im Wohnmobil, weil ihr komplett durch diese Membranstruktur ein Rundstrahlverhalten habt, wie es sonst von einem normalen Lautsprecher niemals möglich wäre. Und gerade im Wohnmobil sitzt ihr ja an ganz verschiedenen Plätzen, mal vor dem Lautsprecher, mal hinter dem Lautsprecher, mal an der Seite. Also aus ganz unterschiedlichen Winkeln wollt ihr Musik hören oder auch Podcasts hören, Nachrichten. All das geht mit diesem Lautsprecher um Welten besser als mit jedem Koaxiallautsprecher oder Zwei-Wege-Komponentensystem. Der Pegel ist natürlich bauartbedingt und der Größe geschuldet etwas begrenzt, keine Frage. Ist halt die Frage von euch, braucht ihr extrem laute Musik im Wohnmobil oder tut es im Prinzip eine gehobene Lautstärke auch und das aber auf einem brutal hohen Niveau. Dazu kommt, dass durch die Einbautiefe, die ganz grob vielleicht so 2 cm beträgt, ihr das Teil wirklich überall verbauen könnt. Selbst in Schränken, wo hinten dran noch was steht, also wo ihr quasi Material lagert, könnt ihr problemlos diesen Lautsprecher einbauen. Wenn er dann zusammengebaut ist, das habe ich jetzt hier mal mit dem zweiten gemacht, im Setnit sind natürlich auch 2 Lautsprecher, sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, wir haben auch noch ein, finde ich, formschönes Gitter in schwarz gehalten, vorne mit dem Alpine, oh, jetzt, so rum seht ihr das dann auch, vorne mit dem Alpine-Logo drauf und dieser Wabengitterstruktur, also Bienenwabenstruktur, sieht, finde ich, sehr hochwertig aus. Und hochwertig geht es auch bei den Adapterringen weiter, beziehungsweise bei der Unterkonstruktion, weil wir haben hier 2 verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Und je nachdem, was ihr im Wohnmobil vielleicht schon vorverkabelt habt, könnt ihr diese Steckverbindungen nutzen. Das ist ein 2,8 und 4,8 mm Stecker, soweit so Standard. Aber für alle anderen könnt ihr auch diese offenen Enden nehmen mit einer verdrillten Leitung. Das Ganze ist super störunanfällig und da hat Alpine auch wirklich bis zum Ende mitgedacht. Dabei sind auch ein Satz Schrauben, das ist soweit klar und natürlich, schaut es euch nochmal an, diesen hochwertigen Lautsprecher. Belastbarkeit liegt bei, ich muss nochmal gucken, 45 Watt RMS, also da geht schon ein bisschen was, da kann also eine kleine Endstufe und da gibt es übrigens, verlinke ich euch mal hier, von Karatec ein Teil, was in die Leitung mit reinkommt, mit einem Bluetooth-Empfänger. Das heißt, ihr könnt auch ohne, dass euer Autoradio laufen muss, hierüber sehr, sehr schön Musik hören, indem ihr einfach die Musik von eurem Smartphone in den Bluetooth-Empfänger streamt und dann auch hier über die Alpine-Lautsprecher Musik hören könnt. Das Ganze versteckt einbaubar, braucht quasi keinen Strom, ein bisschen natürlich schon, aber vernachlässigbar. Und dann könnt ihr die Alpine-Lautsprecher hier autark betreiben. Die ganzen Lautsprecher hier nennen sich SPCR100S. Sehr kryptischer Name. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Und es gibt von dem Alpine-System, speziell für den Ducato, auch noch ein Frontsystem. Auch darüber haben wir das ein oder andere Video schon gemacht, wo wir euch die Lautsprecher vorgestellt haben. Es gibt auch noch ein Verstärkerset für den Fiat Ducato. Es gibt ein Verstärkerset für den T6.1, also natürlich auch in den kleinen Kastenwagen könnt ihr sowas hinten einbauen. Da gibt es von Alpine wirklich ganz, ganz tolle Sachen, um den Sound in eurem Wohnmobil, in eurem Caravan zu verbessern, zu optimieren. Da sind wir genau der richtige Ansprechpartner, nicht nur bei dem Sound, sondern auch alles rund ums Wohnmobil. Das heißt, wir haben im Sortiment Solaranlagen, Satellitenschüsseln, Alarmanlagen. Also sprecht uns einfach an, support@sound.de oder einfach anrufen 06732 933 588. Da sind wir für euch da. Bleibt hier auf dem Kanal, lasst mal ein Like oder ein Abo da, beziehungsweise gerne auch einen Kommentar, wie ihr die Lautsprecher findet. Würde mich sehr interessieren, optisch sicherlich polarisierend, weil es halt speziell ist. Vom Sound, wenn ihr es dann mal eingebaut habt,
da gibt es eigentlich keine Klagen. Im Gegenteil, super Feedback der Kunden. Also Alpine Lautsprecher hier für euer Wohnmobil genau das Richtige. Und bis dahin alles Gute, allzeit gute Fahrt und bis dahin, ciao, ciao. We'll be right back.